Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgian-Impuls. Heute wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, was wir tun können, wenn wir das Gefühl haben, dass wir im Stress untergehen, dass alles über uns zusammenbricht und dass wir irgendwie das rettende Ufer des abendlichen Feierabends dann nicht mehr wirklich erleben. Ja, ich glaube, das passiert vielen Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass alles über ihnen zusammenbricht, sei es beruflich oder privat. Und auch ich habe verschiedentlich tatsächlich mal so die Situation, dass ich arbeitsmäßig so viel um die Ohren habe, dass ich gar nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Und es sind vier Punkte, die ich Ihnen an der Stelle mitgeben möchte, die helfen können, so ein bisschen aus diesem Dickicht, aus diesem Dschungel der Überlastung den Kopf in die Luft zu stecken und mal wieder frisch durchatmen zu können. Der erste Punkt, der mir an der Stelle für mich selber dann immer wichtig ist: Was sind meine Visionen? Wofür bin ich hier? Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Warum mache ich das alles? Und das sind Fragen, die ich mir dann stelle. Und wenn ich über die Antworten nachdenke und tatsächlich eben auch zu Antworten komme, dann sind diese Antworten für mich wieder die Motivation, an der Stelle zu sagen, okay, dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt es sich weiterzumachen. Diese Antworten sind für mich dann das Licht am Ende des Tunnels. Diese Antworten sind für mich die Luft, die ich brauche, wenn ich das Gefühl habe, dass alles auf meiner Brust, auf meiner Schulter so drückt, dass ich überhaupt gar keine Luft mehr bekomme. Wie soll ich das Segel richtig setzen, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will? Und diese Fragen, die sehr viel auch natürlich mit Sinngebung zu tun haben, diese Fragen helfen mir, mich wieder neu zu fokussieren. Und zwar nicht auf das Tagesgeschäft, was mich gerade erdrückt, sondern auf das, wo ich langfristig, strategisch hin möchte und rauskommen möchte. Der zweite Punkt, auf den ich mich dann fokussiere, ist, dass ich versuche, im Moment zu leben. Also mir tatsächlich keine Gedanken darüber zu machen, was ist nächste Woche. Weil die Überlegung, wenn ich überarbeitet mich fühle, mir dann noch zu überlegen, wie erreiche ich die nächste Woche, diese Überlegung ist nicht wirklich zielführend. Weil das hat viel auch mit Ängsten zu tun. Ich habe im Moment eine Angst, dass ich die Arbeit, die ich vor mir habe, auf meinem Schreibtisch liegen habe, die ich gefühlt in meinem Kopf habe, dass ich diese Arbeit nicht bewerkstelligt bekomme. Und sich dann noch zu überlegen, wie erreiche ich das Wochenende, wie erreiche ich die nächste Woche, das ist noch Öl ins Feuer gießen. Und mir hilft an der Stelle tatsächlich, wenn ich sage, wie verspeise ich einen Elefanten? Nämlich häppchenweise. Und das hilft mir, mich wieder zu fokussieren auf den Moment, auf das Jetzt. Was mache ich jetzt? Was mache ich in der nächsten Stunde? Und ich blende tatsächlich dann in diesen Momenten die Zukunft wirklich aus. Nicht im Sinne von, ich funktioniere im Moment, sondern im Sinne von, ich konzentriere mich auf den Moment. Der dritte Punkt. Ich verbinde mich, wenn ich so für mich das Gefühl habe, es bricht alles über mir zusammen. Ich verbinde mich dann gerne mit den Menschen gedanklich, die mir wichtig sind, die mir etwas bedeuten. Und wo ich das Gefühl habe, dass ich denen etwas bedeute. Also, das können meine Kinder sein, das können meine Partnerin oder Partner sein, das können Geschäftsfreunde sein, Kunden sein, Lieferanten sein, spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle. Wenn diese Menschen an mich glauben und mir das in der Vergangenheit bewiesen haben, weil sie mich unterstützt haben, weil sie in früheren Krisensituationen zu mir gehalten haben, bitte, wenn die an mich glauben, dann darf ich es doch wohl selber auch. Vierter und letzter Punkt: Scheitern Sie nicht an Ihren eigenen Ansprüchen.
Es ist gut, es ist richtig und es ist wichtig, dass wir uns forsche, dass wir uns ambitionierte Ziele setzen. Hermann Hesse sagt an der Stelle, versuche das Unmögliche, um das Mögliche zu erreichen. Wenn wir aber gerade in solchen Situationen, wo wir das Gefühl haben, ich habe den Kopf nicht frei und es bricht über mir zusammen, wenn wir in solchen Situationen dann wirklich noch versuchen, noch 20 Zentimeter höher, weiter oder länger, tiefer zu springen, dann legen wir uns damit die Karten. In solchen Momenten sollten wir einfach sagen, ich funktioniere, ich arbeite und das, was ich im Moment tue, ist gut und richtig und da konzentriere ich mich drauf. Und ich schraube jetzt nicht in diesen Momenten meine eigenen Ansprüche gerade noch exponentiell in die Höhe. Da, an diesen Stellen dürfen wir dann auch mal nachsichtig mit uns sein. Ja, diese vier Punkte sind für mich nicht die Reihenfolge. Sie gelten dem Grunde nach alle vier parallel. Sie dürfen alle vier nicht gleichzeitig, aber nicht in einer vordefinierten Reihenfolge bedacht werden. Aber ich glaube, dass diese vier Punkte tatsächlich helfen. Mir jedenfalls haben sie an verschiedenen Stellen in meinem Leben schon geholfen, dass ich dieses Gefühl, erdrückt zu werden von der Arbeit, ein Stück weit weggeschoben habe und damit insbesondere diese Erleichterung wieder genutzt habe, um einen Schritt nach vorne zu machen. Und jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt, mit einem kleinen Schritt. Und wenn ich das Gefühl habe, wieder in den Tritt, in den Schritt gekommen zu sein, dann gibt es auch wieder den Weg, der sich öffnet für den Rest. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem persönlichen Weg viel Erfolg, freue mich wie immer über jede Rückmeldung, über welche Kanäle auch immer und sage an der Stelle vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns demnächst wieder. Dankeschön. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.